Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Heute werden wir die Challenge machen, dass du die Decks der Gegner kopieren. Ich würde sagen, spielen wir ins erste Match. Wir spielen mit X-Bogen und auf jeden Fall müssen wir dann die Decks vom Gegner kopieren. Bin ich mal gespannt, was die Gegner spielen. Das ist das Spiel mit gegen Ryan. Okay. Könnte Bridge Spam sein. Muss es aber nicht sein. Okay, es ist Bridge. Bridge Spam. Hey, die Sprachfehler wieder. Okay. Becker Level 11. Geht in Ordnung. Auf jeden Fall heben wir uns für den Magic Arch auf, den wir wahrscheinlich irgendwann spielen mit. Oh, der Pumpe spielt der ist. Was? Was ist das denn? Das sollte normalerweise reichen, aber ich will. Das Geld ist einfach aus Sicherheit. Hätte ich zwar nicht gebraucht, aber. Einfach mal nur aus Sicherheit. Er hat die Pumpe gespielt. Oh, er kriegt doch mal ein Elixier hin. Mega hat das Spiel auch. Okay, es ist doch kein Bridge-Spam. Oder beziehungsweise wenn, dann ein komisches Bridge-Spam. Den Eis-Spirit haben wir viel über Bahn gespielt noch. Und deswegen warten wir den Ritter noch mit. Archers und Skelly setzen wir mal im Cycle für den Bäcker. Er verteidigt das mit dem Bäcker, okay. Ja, jetzt hat er uns. Ja, wir haben jetzt keinen Tester nicht mehr. Okay, jetzt haben wir ihn hier wieder. Ein starker Zap. Das war ein starker Zap. Beziehungsweise fast ein nötiger Zap und der war gleich perfekt. Ja, okay, der Tester überlebt noch. Falls er jetzt rechts mit dem Hamburg reingeht, okay, geht er nicht. Wir sagen Feuerbonus hier. Er wird halt. Ich glaube, 6 ist hier viel. Okay, ich weiß nicht. Gut ist es auf jeden Fall nicht. Das kann man schon mal sagen. Was geht ich jetzt? Okay, krass. Gleich ein Eisgurt. Hier ein Test, also mal der nee, wird dann nicht jumpt. Jetzt will er jumpen. Okay. Ja, okay, das wird jetzt schon mal etwas schwieriger. Aber es geht immer noch in Ordnung. Okay, das Geld haben wir jetzt wieder schlecht aus dem Cycle. Aber wir haben einen soliden Elixiervorsprung. Das kann man nicht leugnen. Rede für die Barbaren. Hoffentlich für die Barbaren. Das war doch nicht für die Barbaren. Okay. Nehmen wir nochmal einen Tester. Einfach aus Sicherheit. Fireballen wir das, weil wir eh im Turm chippen müssen. Ja, loggen wir das an, dass der US noch stirbt. Nehmen wir gleich die Archers. Und nur einen Ice Ghost. Das dürfte normalerweise ausreichen. Okay, spielen wir einfach noch aus Sicherheit noch die Skelette. Okay, es reicht trotzdem aus. Jetzt spielen wir einen Ritter, einen Tesla. Und das Match sieht sehr solide aus. Ich habe so genau immer gespielt. Der Eisbild war jetzt extra früher eigentlich. Okay, es ist zwar jetzt aus dem Cycle eigentlich, aber ich bin immer mit einem defensiven X-Bogen. Okay, wir müssen natürlich auch immer am Turm chippen. Das müssen wir nicht vergessen. Okay, jetzt können wir einfach Archers spielen. Das Game sieht sehr, sehr solide aus. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie wir dann mit seinem Deck spielen werden. Okay, ich bin noch nicht. Noch ein Tester, das Tester war bei der eigentlich auch schlecht. Locken wir jetzt einfach noch, dass er schneller stirbt. Da können wir wieder mit das spielen. Ich will eigentlich nicht reingehen, weil ich muss nicht reingehen. Ich glaube, das ist auch nicht so gut, wenn wir reingehen. Ja, okay, Fireball wir das einfach mal. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Das können wir dann wieder hinten und hinter. Zum nächsten Tesla cyclen. Dann würde ich sagen, spielen wir mal einen offensiven X-Bogen. Weil wir das einfach die ganze Zeit nicht gemacht haben. Der war zu überbahn. Der hat gesehen, der X-Bogen war gar nicht gut. Wie ich mir auch schon fast gedacht habe. Aber ich wollte einfach mal. Ja. Ich wollte es mal versuchen, beziehungsweise euch zeigen.
was ich vermutet habe, und die haben rechts schon mehr Damage eigentlich. Krieg raus. Ja, gutes Game, haben wir gewonnen. Sehr, sehr starkes Game. Wir haben auf beiden Türmen eindeutig mehr Damage gemacht. Also das war wirklich ein sehr starkes Game. Und wie man eigentlich auch mit X-Punkt spielen muss. Man muss mit X-Punkt eigentlich nur defensiv spielen und am Turm tippen. Würde ich sagen, kopieren wir auch gleich sein Deck. Sieht sehr spannend aus. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Deck ist kopiert. Ah, jetzt müssen wir mal schauen, was von der Erke wir machen. Das Deck weg. Okay, sehr spannend. Ah ja, okay. Battle Ram. Grimmon Hub auf Level 9. Okay, so. Im nächsten Spiel gegen Lelele, keine Ahnung, weiß nicht. Erstmal ein Good Luck. Und er hat noch ein Dragon Baby, okay, das haben wir kein einziges Mal gesehen. Okay, es spielt, das ist Level 11. Level 11 ist natürlich blöd, weil dann immer ein in unseren Turm splasht. Ja, ich würde sagen, ich spiele gleich eine Pumpe. Also ein Elixier. Ein Elixier-Sammler, glaube ich, heißt er. Hier haben wir mal ein Dragon Baby, das mit das Mega Lack halt keinen Hit am Turm bekommt. Okay, das waren jetzt fragwürdige Pfeile auf jeden Fall. Ich würde sagen, spielen wir gleich einen Bäcker. Im gleichen Moment spielt er einen Lava-Hund. Okay. Wir haben natürlich Lakaien, aber falls er Lava-Loon spielt, haben wir fast nichts dagegen. Ist echt nicht so geil. Egal, so Partner ist aber mit Mega Knight noch. Hauen hier noch ein Zap einfach drauf. Fallen hier schnell, weil sonst chippen die Archers mir zu viel. Okay, ja, okay. Ich bin schon so spät gespielt. Okay, so ein Tower Trade. Ist der Tower Trade für uns besser oder für ihn? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wird wieder. Ballon noch sehr viel Damage bekommen. Aber der King Tower ist fast so low wie der normale. Ja, genau. Nein! Der Ballon hat keinen mehr rausbekommen. Okay, krass. Das Baby Dragon. Dann killen sie sich gegenseitig. Nein. Mega Lack ist noch im Turm. Wird es noch getroffen. Und ich sagen schon für die nächste Pumpe. Er hat normalerweise keinen Miner, aber es gibt auch eine Lava-Hund-Variante mit Miner, aber die hat er glaube ich nicht. Aber ich freue mich schon auf das nächste Game, weil können wir auf dem Labon spielen. Wir sagen, wir spielen ja noch zwei Games nachdem. Ich mache einen Packer nach hinten. Ja, wir zeigen gleich mal die Lakaien. Hier hat sie draußen, wenn die Archers kommen, Mega Knight ist gleich. Okay. Sieht ganz solide aus. Jetzt kann er eigentlich keinen Ballon spielen, wollte ich sagen, aber ich spiele trotzdem Ballon. Was müssen wir das noch selben? Okay, wir selben das aber noch. Sicherheit. Ich glaube, der selber sogar nötig. Jetzt ist doppelte Elixierphase. Wir müssen eigentlich keine Pumpe mehr spielen. Weil doppelte Elixierphase ist Pumpe eigentlich nicht so gut. Aber ich spiele einfach mal. Weil ich weiß nicht. Okay, wir gehen jetzt mal offensiv rein. Battle Ram und Lakaien. Wie selben wir das? Ich fände es geil, wenn die Battle Ram stirbt. Damit die dann die Skeletor so töten würde. Macht es aber nicht. Ich bringe eine Pumpe defensiv. Nein. Lieber nicht. Und Pfeil da drauf. Ah, das gefällt mir gerade nicht so gut. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Die Pfeile kommen nach und wir haben verloren. Krass. Nein, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Aufgeben ist keine Option. Ja, er kann jetzt auch zu den Pfeilen cyclen und so, ja. Ja, das Game ist fast verloren. Ich glaube, jetzt hat er seine Pfeile wieder im Cycle, ja. GG ist mal blöd. Hat er gut gespielt. Obwohl, naja. Naja, die gut jetzt nicht, aber auch nicht täglich. Ist halt Lava, ne. Und wir hatten nicht so viele Antworten gegen Lava. Aber ich freue mich schon auf das nächste Game. Weil ich gerne mit Lava und spiele. Ofen, okay, noch nicht genügend. Okay, das ist ein komisches Lava-Loon-Deck. Habe ich noch nie gesehen.
Archers, ja, okay. Vielleicht spielt der Genau Friedhof, dann haben wir Archers. Ist ja auch geil. Mega Minion ist ganz normal. Aber die Battle Ram hat er auch noch. Okay, krass. Ja, jetzt haben wir jetzt schon unser erstes Problem. Müssen wir aber nur abkühlen. Warum nicht? Okay. Er hat gleich schon mal zwei Karten, die mir überhaupt nicht gefallen. Egal, spürt mir auch mal die Blätter. Aber das beide nicht so viel jetzt rausbekommen. Ja, ich war schon der Ballon war fragwürdig, aber ich will nicht so viel Damage am Turm bekommen. Oh mein Gott. Ich hätte schneller vergehen können. Ich habe gerade meine Augen geschlossen, keine Ahnung warum. Okay. Sehr interessant. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir dieses Match gewinnen, dann war es im Video. Wenn ich es verliere, dann machen wir noch ein Game. Wir haben beide noch keinen Damage am Turm gemacht. Ich würde sagen, es ist Zeit für Level 8er Ofen. Gegen Level 11er Turm. Okay. Ja, man sieht, dass es Ofen eigentlich nicht spielt, genauso wie Amok. Oh mein Gott, kurze Zeit habe ich gedacht, damit er den King Tower aktiviert. Wäre natürlich gut gewesen. Okay. Er hat bis jetzt nur. Okay, er hat Mega Minion. Ja, da hat er eine Karte. Okay, krass. Ja, gehen wir auf der anderen Seite mal einfach mal mit Ballon rein. Vielleicht könnte dieses Gar mit dem Henker töten. Alles ist so blöd. Okay. Weil es sollte. Das ist kein Hit. Das ist kein Hit, okay. Okay. Okay, damit kann man nur kommen. Schlecht. Ich wollte eigentlich nicht in das Dragon spielen, aber das wäre besser gewesen. Dann wollen wir mal Druck machen. Das Kami ist schon sehr gut gegen ihn. Vor allem jetzt können wir die richtig gut splitten. Die Bandit noch. Ja, ich bin mal Ofen. Ja, das ist schon sehr schlecht. Wahrscheinlich spielt er auch noch Ballon, ey. Ich weiß nicht, Pfeile müssen wir eigentlich im Cycle behalten. Das Mega Minion geht sogar auf den Henker. Oh mein Gott. Ist das bitte ein Einhit? Ja, okay, ist ein Einhit. Ja, okay, nur. Ja, okay. Das war jetzt nicht so gut. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, das Deck ist echt nicht so gut. Doofen war nochmal nicht schlecht, aber. Ja. Wir müssen. Ja, ich weiß nicht. Okay, wir bauen uns noch einen ernsthaften Push auf, würde ich gerade sagen. Das Blöde ist, ich kann jetzt keine Skarmi nicht spielen. Ich muss eine Skarmi nicht spielen. Okay, krass. Wow, wir haben verloren. Der Ofen, ja, der Ofen splasht noch einmal, aber das war so noch ein Hit von den Superbahn, ja, wir verloren, ja, da hat wieder kein Horde. Ja, was sollen wir machen? Ja. Wir müssen diesen Deck spielen. Geil. Willkommen im nächsten Game gegen Sepher. Ja, ich muss nur sagen, den Scharfrichter haben wir auch nur Level 8. Ich hatte drei Karten Level 8 und alle drei haben wir gesehen. Einen haben wir sogar noch geupgradet. Wir sagen, dagegen hat keine Horde. Ja, und den Deck kann man eigentlich nur offensiv spielen, wir haben zu keine Horde. Droppen erst die Elite bewahren. Okay, er hat einen Bomber. Aber das ist der Turm. Fast. Ja, was machen wir jetzt? Kann ich den Prinz noch chargen? Nein, ich glaube nicht. Doch, er chargt. Ich will die Bäne gegen den Bomber. Er könnte. Ah, natürlich muss der Baumpark noch den Prinzen killen. Okay, es bekommt vielleicht keinen draus. Oder doch, natürlich. Okay. Wäre Level 9 gewesen, hätte er keine Chance bekommen. Da seht ihr es. Scharfrichter Level 8. Okay, spielt auch noch Ballon. Also das Deck ist sowieso. Das Deck ist sehr komisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich spiele Sparky. Können wir einfach keine Rolle dagegen machen. Okay, da, der Tesla ist auf. Also der hat trotzdem keinen Hit. Normal, doch, der Dragon ist nämlich rausgegangen. Okay, egal.
Das war jetzt krass. Das müssen wir jetzt mit dem Henker verteidigen. Auch keiner, ich glaube, der Elixier, also Elixierdurchschnitt ist, glaube ich, bei 8. Der Cycle ist, glaube ich, sehr teuer, so 4 Elixier oder so im Durchschnitt. Also echt krass viel. Okay, den Turm können wir echt mit Feuerbällen holen. Ich glaube, wir brauchen noch 2. Ja, gehen wir mal mit Überhaupt und nach Bandit rein. Ja, okay, ich bin MK. Ja, okay, ja schon. MK ist schon gerade runter. Wir können den nächsten Prinzen Cycle haben. Wird das der Turm? Ich glaube, das wird nicht der Turm, oder? Weil, ja, das ist richtig. Spielen wir auch Dragon Baby. Ja, das Game sieht jetzt schon enger aus, als es sein hätte müssen. Ich habe von 9 LC gespielt, eher 7 und hatte dann noch Mega-Tipp. Konterpush, aber. Das geht noch halbwegs klar. Spielen wir gleich einen Punkter noch. Dann Prinz noch nach hinten. Ich spiele gleich einen MK, dann spielen wir auch gleich die Lakainade. Okay, wir spielen gleich einen Feuerball darauf, auf das alles. Das war's, oder? Das war's! Nicht, es war es nicht. Okay, krass. Krass, es war es noch nicht. Es war es noch nicht. Die Bärne betroffen nicht. Gleich auf Tesla. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Es hat man so gut ausgesehen. Habe ich den verkackt? Ja, habe ich. Krass. Krass, war es das? Noch nicht. Doch, es war es. Okay. Es waren schon krasse Games, glaube ich, dabei. Ich glaube, alle gingen in bisschen eine Verlängerung. Oder Conan Co. halt. Das sind echt krasse Games. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal was anderes. Wenn ihr das feiert, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ciao.